Hallo Lieben und herzlich Willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Geburtstagskarte machen und ich habe jetzt hier schon mal 6 verschiedene Varianten vor euch hingelegt, weil ich mich da ein bisschen ausgetobt habe und das ein bisschen unterschiedlich gestaltet habe, aber vom Grundprinzip sind natürlich alle Karten sehr ähnlich. Ich habe die Schmetterlinge ein bisschen anders angeordnet oder mal mit einem halben Hintergrund Element gearbeitet oder ja, mal abgeschrägt, mal gerade. Also ihr seht, eigentlich total easy, also vom Prinzip her die gleiche Karte, aber ein bisschen unterschiedlich gestaltet und schon sieht sie schon ganz anders aus. Wir machen heute diese Variante zusammen. Genießt einen besonderen Tag, ist in der Mitte, also man kann das natürlich auch zu jedem anderen Anlass machen. Beste Wünsche, muss also nicht unbedingt Geburtstag sein, sondern kann jeder erdenkliche Anlass werden. Und das ist hier einfach so ein kleiner Ideengeber, dass ihr auch ganz einfach variieren könnt und die Karte auch ganz schnell umgestalten könnt mit ein paar anderen Akzenten. Einfach mal ein paar andere Glitzersteine hin, den Schmetterling war anders positioniert. Hier ein bisschen cleaner das Ganze gehalten. Eben das mit den Schmetterlingen. Hier ist der Unterschied, dass oben 2 weiße Schmetterlinge sind. Hier ist nur ein weißer oben und die 2 lilanen unten, je nachdem. Und hier ist das Ganze einfach abgeschrägt mit einem Schmetterling und hier wieder mit einem Schmetterling oben, aber mit 2 verschiedenen Glitzersteinen. Also ich habe ein paar davon gemacht und wir machen jetzt nochmal eine zusammen. So, und hier liegt schon mal alles, was ihr dafür braucht. Und zwar habe ich einen Farbkarton in Himbeerrot in dem Maß 28 x 10,5 cm, gefalzt bei 14 cm. Ein Stück Flüsterweiß, Farbkarton 13,5 x 10 cm für die Innenseite. Ein Stück flüsterweißen Farbkarton, der ist 3 cm hoch und 14,9 cm lang. 13,9 cm, Entschuldigung, da habe ich mich verschrieben. 13,9 cm lang. Und da braucht ihr noch ein Zierdeckchen, das sind die Zierdeckchen Perlglanzoptik. Das sind in einer Packung 24 Stück drinnen. Und ein Stück Aquamarin, das habe ich schon ausgestanzt mit den Framelits-Formen. Bestickte Etiketten. Da hat sie richtig schöne Etiketten drinnen und da habe ich dieses hier rausgenommen. Und dann habe ich mir auch noch aus den Sinnlitz-Formen schöne Schmetterlinge. Schon mal 2 Schmetterlinge in Weiß ausgestanzt und einen in Himbeerrot. Ihr habt da wirklich, ich glaube, insgesamt 19 Schmetterlinge, die ihr euch da ausstanzen könnt mit einem Mal. Und es ist echt ein ganz, ganz tolles Set. Da habe ich euch schon eine andere Karte dazu gezeigt, das lege ich euch jetzt hier oben bei diesem weißen I. Da könnt ihr mal nachgucken, was ihr damit sonst noch so gestalten könnt. Ich kann euch die Karten sogar zeigen, weil ich habe nämlich heute gerade Videotag und da habe ich diese Karten draus gemacht. Also auch eine ganz coole Kartenform mit diesen Schmetterlingen eben. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann guckt einfach mal auf dieses weiße I da oben, da verlinke ich euch das. Da ist ziemlich viel Technik oder es geht eigentlich, aber es ist ein bisschen Technik gemacht, ein bisschen embossed, ein bisschen geprägt mit Stanzformen. Also ist ganz spannend, könnt ihr gerne anschauen. So, und dann legen wir jetzt gleich los. Was ihr noch braucht oder was ich noch verwendet habe, ist einmal das Stempelset Alles, was Freude macht. Da habe ich diese kleine, total süße, eigentlich unscheinbare, aber wunderschöne kleine Blüte rausgenommen und die Punkte. Noch eine kurze Info, dieses Stempelset Alles, was Freude macht, gehört zu einem Projektset. Da habe ich euch auch schon ein Video aufgenommen, das verlinke ich euch jetzt rechts oben in dem weißen I. Und das kann man eben auch einzeln kaufen, das muss man nicht mit dem Projektset verbinden, das kann man auch so kaufen. Und da ist eben diese unglaublich süße kleine Blüte drin. Genau, das wollte ich nur noch kurz sagen. Und dann habe ich aus den bestickten Grüßen noch die beste Wünsche und genießt deinen besonderen Tag verwendet. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Wir fangen jetzt auch gleich an mit Stempeln und als Stempelfarben nehme ich Himbeerrot und Aquamarin. Und ich starte jetzt mal mit Himbeerrot und dem Stempelspruch Beste Wünsche. Der kommt auf mein besticktes Etikett. Und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen die Mitte treffe. Passt. Und dann stempeln wir unsere Grundkarte. Die falze ich mir noch schnell nach. Ich lege mir noch ein Schmierpapier unten drunter und da stempel ich jetzt eigentlich wild drauf los mit Himbeerrot erstmal die Punkte und die versetze ich immer so ein bisschen, ja, und wenn es dann mal so eng ist wie jetzt hier gerade, das macht eigentlich auch nichts, also das kann man einfach so
ein bisschen hinstempeln. Und dann kommt diese kleine, total süße Blüte. Ich bin echt verzaubert von der Blüte. Ich finde die richtig, richtig schön. Die kommt hier noch als so kleine Akzente zwischen rein. Ja, ich finde, das reicht schon. Dann nehmen wir uns den Spruch für innen rein. In Aquamarin. Genieß deinen besonderen Tag. Mal gucken, dass wir ihn richtig rumhalten. Oh, der ist ein bisschen schief geworden, aber das macht nichts. Das schaut auch ganz cool aus. Und auch hier habe ich außenrum einfach diese kleine, total süße Blüte. Also ich muss euch die nochmal zeigen. Die ist doch echt total süß, oder? Und die Punkte noch ein bisschen hingestempelt. So. Okay. Eigentlich war es schon eine Stempelarbeit. Ich mache nur hinten drauf noch meinen selbstgemachten Babsis Bastelwerkstatt Stempel drauf. Und dann können wir schon ans Zusammenbauen gehen. Dann nehme ich mir jetzt einfach mein Zierdeckchen in Perloptik und mache mir in den inneren Ring rum einfach ein bisschen Flüssigkleber. Oder ein bisschen mehr, so. Und klebe mir das jetzt einfach so da auf. Dann kommt mein flüsterweißer Streifen. Wie gesagt, den könnt ihr euch eben abschrägen oder wie es euch eben gefällt. Den klebe ich hier so drüber. Dann nehme ich mir zwei Dimensionals. Wo habe ich sie denn hingeschustert? Die mache ich mir hinten auf mein bestimmtes Etikett. Und klebe mir das hier vorne noch drüber. Und dann nehme ich mir noch die Mini-Glue-Dots, räume die so ein bisschen zusammen und setze mir die unter meine Schmetterlinge rein. Und dann kommt noch der Innenteil mit Flüssigkleber. Schon ist unsere Karte fertig zum Verschenken. Wie gesagt, zum Geburtstag oder zu jedem anderen Anlass könnt ihr die natürlich machen. Ich lege euch jetzt nochmal einiges an meinen Karten ins Bild. Ihr könnt natürlich jetzt noch ein bisschen Glitzersteine drauf machen oder wie ihr wollt. Aber ich finde, es ist eigentlich eine richtig schöne Karte, die irgendwie ein cooles Format hat und ich finde die einfach total schön und die macht Lust auf Karten verschenken, finde ich. Ich wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!